Den Pizzastück bleibt nie hoch. Ne? Das andere bleibt hoch. Ja, ja, hoffentlich. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen die beste Pizza Deutschlands. Ich habe heute Martino für euch. Ich bin am Ende des Videos. Martino, Platz 4 Weltmeisterschaft 2018. Habe ich jetzt erst im Nachhinein erfahren. Ich danke vom Herzen, wirklich vom Herzen, weil es ein Erlebnis war. So sage ich später auch noch im Video. Es war ein Erlebnis für die Ewigkeit für mich, diese Pizza gegessen zu haben. Wirklich, Kuss, Kuss, Kuss. Ich umarme dich so doll. Ihr werdet selber sehen, was auf euch im Video zukommt. Ich bitte euch, toppt mir meine bisherige Pizza Deutschlands. Da oben ist der aktuelle Preis. Schreibt mir euer Kommentar und wenn eure Pizza, die ihr in den Kommentar schreibt, meine bisherige Pizza Deutschlands top, dann kriegt ihr diesen Gutschein. Wir sehen uns im Video. Willkommen zurück bei Holles kulinarische Reise, heute in der Pizzeria Casa Mia. Casa Mia. Diese Pizzeria gehört nicht irgendjemandem, sie gehört Martino Cesario. Martino Cesario ist absoluter Pizza-Profi. Daher lautet sein Lebensmotto: Pizza ist meine Leidenschaft. Martino ist Mitglied der deutschen Pizza-Nationalmannschaft und erreichte Platz 4 der Weltmeisterschaft 2018 und Platz 2 der deutschen Meisterschaft 2016. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle 2114. Was ich lustig finde erstmal, also sieht komplett aus wie ein, als wäre es Eigentum, Haus, Eigentum und ein Pizzeria reingeknallt. Also ihr werdet fühlen, was ich sage. Oi, oi, oi. Ich linse hier schon mal durch. Was wird uns hier erwarten? So, Laden extra für uns geöffnet hier. Man fühlt sich wie zu Hause. Das ist irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen wie ein Wohnzimmer, aber man fühlt sich wohl hier. Direkt ein Wohlfühlklima. Zieht euch das rein, also es ist einfach Zuhause-Feeling. Ganz individuell. Also nicht dieses High-End, wisst ihr, System, Gastronomie, irgendwie alles bis ins letzte Detail geplant von irgendeinem Werbeplaner, sondern Liebe reingesteckt einfach, wisst ihr? Sag mal erstmal, wie heißt du eigentlich? Martino Cesario von der Pizza Nationalmannschaft. Von der Pizza Nationalmannschaft, laber nicht. Ehrlich jetzt? Ja, steht auch hier. Ach was, du warst in der Pizza Nationalmannschaft? Ja. In der italienischen Nationalmannschaft? Nein. In der deutschen? Deutsche Nationalmannschaft. Ach, kein Scheiß, wirklich? Also, du hast Wettkämpfe gemacht? Natürlich, Weltmeisterschaft. Nein, krass, okay, also du hast Meisterschaften gemacht, weil ein Kommentar war auch Meisterschaft Platz 2016, irgendwie Platz 7 oder so. Kann das sein? Nein? Platz 2. Platz 2? Wer hat mir da Scheiß in die Kommentare geschrieben? Ganz ehrlich, das müsst ihr nochmal. Platz 2, Platz 4. Okay, das ist bei der Weltmeisterschaft Platz 4 gemacht. Ja, ja, bei Pizza Napoletana. Machst du hier napolitanische und, sag ich mal, traditionelle Pizza? Also, wir backen hier neapolitanische. Wie sagt man das denn? Es gibt ja auch diese ganz glatte, dünne. Genau, wie nennt man das? Das ist die Klassiker. Klasse, ja? Klassik italienisch. Okay, also ich muss jetzt alles nochmal zusammenwürfeln. Du hast bei Weltmeisterschaften Pizza gemacht. Du hast auf der Weltmeisterschaft, welchen Platz hast du da gemacht? 4. Platz 4 auf der Weltmeisterschaft? Ja. Oh, und dieses mit Platz 2 war deutsche Meisterschaft? Oder? Ja, genau, deutsche Meisterschaft. Weltmeisterschaft Platz 4. Wie hast du dich gefühlt danach? War mega, ne? War mega, ne? Das ist wirklich mega. Okay, also wann hast du angefangen, Pizza zu backen quasi? Wann ging das los? Ah, das war 15 Jahre her. 15 Jahre, okay. Ja. Du bist jetzt 35, würde ich sagen? Nee. Nee? Ja, 35, mega. Knapp 47. Ehrlich? Ja. Schwörst du? Ja. Oh, krass. Wir haben vor 17 Jahren her ein Lokal hier aufgemacht. Mhm. Naja, ich war neugierig mit dem Pizza, habe ich immer was probiert, ausprobiert, wollte ich auch selber Pizza backen. Und dann bin ich auf der Pizzaschule auch gelandet hier in Deutschland. Und dann habe ich auch noch weiter, ich habe mich weitergebildet. Das ist eigentlich die beste Pizzaschool in Italien. Ne? Krass, ach, du hast in Italien gelernt? Auch. Würdest du sagen, du bist Lehrmeister auf was Pizza? Ja, ja, bin ich auch. Steht auch. Ach, du bist Lehrmeister? Steht auch hier. Ah! Instruktor. Oh, denkst du, du könntest einem wie mir Pizza beibringen? So, nur rein theoretisch schaffen wir natürlich nicht. Natürlich. Ja? Ja, ja, wir bieten auch Pizzakurs. Mhm. Ich glaube, ich wäre ein echt guter Schüler, muss ich sagen. Ja, ne, das glaube ich. Ja. Okay. Ah, dann gucken wir mal. Hast du Lust, dass wir zusammen in die Küche mal gehen? Ja? Natürlich. Okay, perfekt. Das ist der Pizzaofen direkt aus Neapel. Spezielle für neapolitanische Pizza. Ist das Steinofen? Steinofen, aber elektrisch, ne?
Ah, wie, und was ist, warum elektrischen Steinofen und nicht mit Feuer? Weil die Hitze backt die Pizza, nicht im Feuer oder Die Hitze. Deshalb kannst du ein gleichmäßiges Ergebnis schaffen? Natürlich. Und was sagst du, wie viel Grad braucht die Pizza? Könntest du das sagen? Also für neapolitanische Pizza zwischen ab 400 Grad. Ab 400. Das kriegt man nur zu Hause im Ofen, kriegt die 400 Grad nicht rein. Nein. Ich sag mal so, was mich auch noch interessiert, du trägst ja sozusagen deine Kutte, kann man das so sagen? Mhm. Trägst du hier auch? Da bist du auch wahrscheinlich sehr stolz drauf, ne? Ja. Hast du nur diese eine? Also die Jacke habe ich mehrere, ja. Aber immer noch von unserer Pizzaschule und deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube, also ich, das ist auch sowas, ich finde auch sowas kann man sehr stolz sein. Ich glaube, so hätte ich sowas, ich würde so damit einkaufen auch gehen. Ja. Nee, hast du schon gemacht, sehr ehrlich? Nee. Also sowas nicht. Muss ich nicht haben, ne? Aber die trage ich gerne, also mit der Herz. Finde ich geil. Ja. Cool. Okay, dann gucken wir, ob die Pizza jetzt noch was wird. Wir machen jetzt erstmal Pizza mit. Das ist jetzt extra für die neapolitanische Pizza. Das ist die richtige Bewegung. Guck mal. Diese Luft, die, ne? Durch den Gärung, die du aufgebaut hast, ne, da kannst du schon mal sehen, wie ziehst du mit dieser Bewegung an der Seite. Das ist Liebe gerade, Martino, die du ausbreitest, ne, mit den Händen. Ja, zack. Also man merkt jeden Handgriff, alles. Dieser Mann macht Pizza mit Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie viel Material wir jetzt einblenden. Wir sind ja sehr lange jetzt auch hier. Und am Schluss kommt 8 Minuten Video, 10 Minuten Video. Aber alles, was er macht, was er erzählt, was er tut, die Liebe fließt da rein. Das finde ich krass. So ein einfaches von den Zutaten, wenn man so überlegt, ne, durchdacht bis ans letzte Pizza. Ja. Eine gute Pizza zu finden, ist für mich nicht leicht. So wenig Zutaten und so ein heftiges Produkt daraus. Du machst mich so gespannt, Martino, auf die Pizza, glaub mir. Ja, wenn die nicht schmeckt, dann weiß ich nicht. Dann, wie das mal sagt, dann fress ich den Besen. Man merkt erstmal von der Beschaffenheit der Pizza. Guckt euch den Boden an. Perfekt. Alles natürlich, wie man es von Pizza fast Weltmeister, sage ich jetzt mal. Auf den Punkt, nicht zu doll schwarz, nicht zu wenig schwarz von unten, das muss natürlich ein bisschen. Schön weich, kann man so zusammenlegen, einfach. Einen schon mal vorweg, ich habe noch nie so eine luftige Pizza wie eine Wolke. Ich würde mit euch, jedem von euch wetten, mit jedem von euch um 50 Euro, dass ihr niemals euch vorstellen könnt, wie weich und fluffig das ist im Biss. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht gegessen hat, also von der Vorstellungskraft. Nicht möglich. Politanische Pizza. Ja. Den Pizzastück bleibt nie hoch. Ne? Mhm. Bleibt nie hoch? Nein. Also beim Hochheben muss die fallen. Okay. Die muss fallen, ne? Ah, okay. Gut. Gut zu wissen. Ja. Nee, das haben wir, es bleibt hoch. Ja. Die Nummer 2. Pizza Marinara. Mhm. Ich komme über den Teig nicht hinweg, von der Konsistenz, das ist einfach krank. Es dreht sich so, als würdet ihr Ballon haben, wo ihr reinbeißt, wo der danach auch ein bisschen die Luft drauf geht, als wäre es richtig aufgepustet von innen. Nochmal die andere. Eins kann ich schon mal sagen, deutlich mein Favorit, die Margherita. Ich muss immer wieder in den Rand reinbeißen, weil der fasziniert mich. Der fasziniert mich so krass, ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich sag's euch so, wie es ist. Der erste Moment, wenn du außen diesen Teig reinbeißt. Erinnert euch an das erste Mal, als ihr ein Mädchen geküsst habt oder ein Jungen, wenn da jetzt die weiblichen Zuschauer sind. Versucht diesen Moment danach zu greifen, er ist für einen ganz kleinen Moment da. Aber ihr werdet nie wieder in dem Moment dieses Feeling und diese Magie in dem Moment haben. Und
das in diesen Teig außen reinzubeißen, ist Magie. Du versuchst kurz diesen Moment zu greifen, versuchst ihn festzuhalten, du kriegst ihn leider nicht ganz, weil er so eine ganz liebliche, abgesehen von diesen fluffigen, da kommt eine liebliche Note rein, die irgendwie der Teig mitbringt. Was Süßes, Feines, was du gerne rannehmen willst und festhalten. Aber du kannst es nicht. Die Bewertung gibt es gleich. Ganz kurz werden wir unterbrechen für Zweck Plus, für EAA genau genommen. EAA-Pulver, essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann. Gibt es in mehreren leckeren Geschmacksrichtungen. Zweckplus.de, gönnt euch, verlinke ich in der Videobeschreibung. Weiter geht's im Video. Auf jeden Fall auch nochmal ein dickes Dankeschön an den Rainy für das Kommentar. Danke wirklich von Herzen. Das hat mich emotional mehr mitgenommen. Für mich ist das nicht nur einfach Pizza essen, das ist für mich ein Moment fürs Leben, den ich mitgenommen habe. Kein Scheiß, weil es einfach ein Erlebnis war. Also danke für das Kommentar und denkt dran, haut mir auch eure Kommentare rein. Wir kommen jetzt zur Bewertung. Für mich bisher das krasseste Struggle im Kopf, das zu bewerten und irgendwie zu vergleichen auch mit anderen Pizzen. Das geht eigentlich kaum. Es geht kaum. Ich muss euch einfach mein Feeling jetzt mitteilen. So wie es ist und so ist es normal. Für mich kriegt die Pizza eine 9 von 10 Punkten. Platz 1 ist aktuell 9,1. Das ist nicht ganz die 1 und das versuche ich zu begründen. Und dazu kann ich nur sagen, ich kann es euch nicht ganz auf den Punkt bringen, weil es einfach weltklasse Pizzen sind. Wie er schon gesagt hat, auch Weltmeisterschaft. Platz 4 belegt. Den Rand kannst du nicht toppen. Du kannst ihn nicht toppen. Dieses Fluffige, es geht nicht. Wenn ich sie jetzt so vergleiche, um es euch deutlich zu machen, warum nicht Platz 1? Rand unschlagbar, aber der Geschmack einfach, vom Geschmack, vom Rand und auch, sag ich mal, Käse, Gesamtbild ist einfach minimal. Hinter meinen 2 Platz 1 an. Das ist absolut individuell und das ist einfach krank gewesen. Ich danke euch, dass ich das machen darf. Für die Kommentare, für dieses Kommentar auch. Küsse eure Herzen. Alles drum und dran. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder am Start. Lasst mir einen Daumen oben da, Abo, macht die Glocke an und lasst mir einen Kommentar da und ich sag, bis zum nächsten Mal.